Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pharao. So, letzten Folge habe ich mal angefangen, Papyrus herzustellen. Ja, es geht gerade los hier in die Papyrusmacherei geschleppt. Und wir haben heute tatsächlich schon Papyrus rumzuliegen. Ich steuere aber noch davor, komplett auszubauen, weil ich Angst habe, dass wir dann viel zu hohe Arbeitslosigkeit haben. Und die Leute alle wegrennen, wir haben schon wieder 8%. Und hier wird immer noch Wasser eingelassen. Ins Bad. So, wir haben übrigens hier ein Tempel, das Tempelkomplex gebastelt. Und wir hatten ja schon mal gesehen, dass wir dann irgendwelche Altäre dann und Orakel bauen können. Die haben tatsächlich einen positiven Nebeneffekt. Ich habe die nicht jetzt alle im Kopf. Auf alle Fälle sind es durchweg positive Auswirkungen auf die Stadt. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, welcher Altar und Orakel das ist, da können plötzlich die Polizisten Armeen zurückschlagen. Ist schon ganz nett. Deswegen lohnt es sich tatsächlich, das so zu bauen, wie es da steht. Immer. Ohne Ausnahmen. So, was haben wir jetzt eigentlich hier mit der Small Step? Das ist wahrscheinlich dann meine. Wie sieht's überhaupt aus? Braucht denn mein Pharao irgendwas von mir? Nein, schade. Kultur und Prosperity haben wir ausreichend. Warum haben wir nur Edmund Juggler Stage to improve this rating? Warum? Wir haben noch Pavillons. Klar, ich könnte Juggler Stages. Ja. Könnte ich. Will ich? Eigentlich nicht. Ich fällt ihm gerade auf, weil die Pavillon in die falsche Richtung gebaut, aber das macht nichts. Es gibt Schlimmeres. Juhu! So, packen wir nochmal wieder fest aus hier. Was? 2 Monate? So kurz ist das erst her. Ich glaube, ich habe die Geschwindigkeit zu niedrig. Moment. Oh. Warum dauert das hier auch alles so lange? 100 ist zu schnell, das haben wir ja letztes Mal gesehen. Das ist wirklich bloß für einen Vorlauf. Die letzte Stadt hat man das gesehen, dass es halt eben viel zu schnell ist. So, ich denke mal, wir haben jetzt genug Armeen, um die in Libya das nächste Mal zu vertreiben. City Request, Hammer, kriegt er. Bitte schön. Was stellt man denn mit Holz an? Haben wir denn irgendwas? Wir haben eine Shipwright. Wir können Schiffe basteln. Braucht man die denn hin? Noch mehr Platz? Doch, da oben. Jetzt kommt zu weit weg. Hier ist noch Platz. Okay, die brauchen jetzt Holz, das haben wir ja da unten. Und dann bauen die ein Schiff für die Transport Wharf. Und dann könnte ich wahrscheinlich und meine Leute auch über den Fluss bringen. So verstehe ich das zumindest. So, hier wird gerade wieder das Wasser abgelassen.
Wir haben 2770 Leute. So, dann kommen hier. School. Und dieser Kanal ist immer noch unwichtig. Na gut. Kriegen die kein Holz? Ach doch, da. Da kommt's ja schon. Und da wird gebastelt. Ah, das sind die Bricks. Was hat man hier unten? Ach, den Lehm. Natürlich. So, und der entwickelt sich alles weiter. Denn jetzt haben sie Wissen. Und jetzt bräuchten sie mehr Futter. Also ein zweites, eine zweite Art Essen. Die haben wir nicht. Warum auch nicht? Mit 3000 Population haben wir es eigentlich erreicht. Ich lege gerade jetzt schon die andere Pyramide zu uns hin. Es wird wahrscheinlich nochmal genauso lange dauern. Ich bin mir sicher, dass das hier keine 39 Monument Rating sein werden. Ich muss ja zwei Gräber bauen, jedenfalls laut, laut Ansage. Komm, wir machen den einmal schnell durchlauf hier. Zack, was er könnt. Sirius blesses you. Wahrscheinlich kann sich dann 1300 Papyrus, haben wir die denn schon? Ja, haben wir. Sehr gut. Wie sieht denn mein Königreich-Rating aus? 36 von 40. Und wir haben die 3000 Einwohner erreicht. Gut. Das heißt, wir haben das Ziel, ne? Genau, 3000 von 3000. Ja, 3021 von 3000. So rum. Plainstone, die haben wir auch. Kannst du haben, bitteschön. Jetzt brauchen wir noch 1000 Grain. Da haben wir nichts mehr im Lager. Ist gerade alles rausgegangen. So, in dem Moment musste eigentlich gerade alles eingeliefert werden. Wir haben das gleich ernt. Hallo. Hab doch genug. Ach, klar, weil es dafür ein Storage-Yard sein müsste. Was wir natürlich nicht haben. Was völliger Schwachsinn ist. Warum sollte ich Grain im Storage Yard unterbringen? Ich sehe schon, mit einer kleinen Pyramide werden es schneller fertig als mit einer großen. Malaria? Achso. Vielleicht, ja komm. Damit sie glücklich sind. Was machst du denn hier? Accept none, accept grain. So. Dann können sie jetzt da ihren Weizen unterbringen. Wie sieht's aus? Wir haben 48 von 40. Und wir haben 5 Monument Rating.
Times Now Possible. Hier, bitteschön. Nimm. So, ich sehe schon, die wird eher falsch als die andere. Ah, schön. Priorität, meine Damen und Herren, Priorität. Oh, Workers Rejoice at Race. Wir müssen. Wir müssen wieder die Bezahlung erhöhen. So, ihr braucht Plain Stone. Wie viel insgesamt? 176. Verlangt aber gerade verdammt wieder Pharao. So, wie sieht es eigentlich aus mit dem Transportboot? Was haben wir denn da jetzt? Ja, damit kann ich jetzt tatsächlich meine Leute über den Fluss bringen. Okay. So, die Request 700. Genau da. Die Frage ist, müssen dann auch die Leute an so einem Ding wieder abgegeben werden? Kriegsschiff. City Requests gut. Bitteschön. Holz. Aber auch mehr als genug. Was melden sie schon wieder alles? Flood likely to fail? Was? Durch eine Dürre in Afrika. Okay. Millimeter Prediction? No inundation at all. Oh Gottes Willen. Ungut. Wir haben dieses Jahr keine Flut. Eine große Dürre kommt auf uns zu. Ah. Ah, nee. Das muss doch wirklich nicht sein. Wo doch gerade alles so schön lief. Mit. Was machen die da eigentlich? Warum machen sie es nicht? Das brauchte Wasseranschluss. Warum passiert da nichts? Was will der? Das war ein Grain. Bitte schön. Genau dafür habe ich das eingelagert. Und Flut klebt. Oh. Da ist wohl ein bisschen Wasser eingedrungen. Und da kommt schon eine Armee. Ah, oh, nein. Wann? In one year, wieder die Libya. Nächstes Jahr im Juli. Also sollte ich mal im Juni dann die Geschwindigkeit wieder untersetzen. Damit ich Chancen habe. Die wissen schon mit dem Strom. Noch 6 Monate. Mai und Juni. Nein, noch nicht ganz.
Aber bevor uns jetzt Libya wieder mal besuchen kommen, machen wir da eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wenn ja, sehen wir uns dann garantiert morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.